So, hallo, ich begrüße euch alle ganz herzlich zu meinem kleinen Einblick, den ich euch in SmartThings geben werde. Es sind mehrere Teile geplant, einfach nur damit das Ganze noch im Rahmen bleibt und man ja nicht ewig vor dem Video sitzt. Es ist eigentlich, warum ich das gemacht habe, ist, ich wollte erst eine Rezension veröffentlichen. Ja, aber das Ganze hat mich jetzt doch etwas umgestimmt, weil man mit der Rezession eigentlich dann doch auch nicht ganz sieht, worum es geht. Und ich will euch eigentlich nur mal die Möglichkeit geben, dass ihr einen Einblick über SmartThings bekommt. Das Ganze auf Deutsch, weil ich festgestellt habe, dass es einfach bisher ja, kaum die Möglichkeit gibt, sich darüber zu informieren. Und ich möchte euch eigentlich diese Vorteile des Systems zeigen. Und möchte den Grund einfach geben, mal nachzudenken, ob man nicht auch auf dieses System wechseln sollte oder könnte. Und möchte euch da eigentlich auch ein paar Vorteile zeigen, die ihr gegenüber den deutschen Herstellern habt. Kurz vorweg zu meiner Person. Also ich nutze das System jetzt seit knapp 1,5 Jahren und muss dazu sagen, dass ich die britische, also die UK-Version, ja, in Betrieb habe, weil es bisher noch keinen deutschen Marktstart gegeben hat. Also es ist in der Planung, aber bis jetzt gibt es das System eben nur über den Umweg, also sprich über Großbritannien zu beziehen. Funktioniert aber ohne Einschränkungen auch bei uns. Also ihr müsst jetzt da keinen Englischkurs besuchen und ja, ihr könnt das auch mit euren Komponenten auch der deutschen Hersteller nutzen. Ja, und jetzt ohne großes Bling-Bling würde ich sagen, steigen wir einfach gleich mal ein mit einer Übersicht. So, hier haben wir jetzt mal die Übersicht in SmartThings selber. Wir haben hier einmal Status, dann was gerade eben passiert. Man sieht, ich habe verschiedene Sensoren, Türkontakte zum Beispiel. Und in der History würde man dann noch Vergangenes sehen. Hier ist jetzt der Status Armed Array, weil ich eben die Alarmanlage auf aktiv gesetzt habe. Und man sieht, unter Smoke sind meine beiden Rauchmelder, die ja im Moment natürlich nicht ausgelöst sind, zum Glück. Ja, dann haben wir hier unten noch drei weitere Bereiche. My Home, Automation, sorry, und Marketplace. Ja, im Marketplace hat man die Möglichkeit, sich eben Produkte anzuschauen, die man hinzufügen kann, beziehungsweise man kann unter Smart Apps auch ja, bereits voreingestellte oder vorinstallierte Smart Apps aktivieren. Ja, jetzt kann man zum Beispiel mal sagen, wenn man vor Ort ist, zu Hause, dann kann man, na gut, das ist ein schlechtes Beispiel. Hier, das, die Lichter, also da kann eingestellt werden, dass das Licht eben dann ausgeht oder gedimmt wird zu bestimmten Uhrzeiten. Und das ist hier schon eine App, die eben jemand entwickelt hat. In dem Fall zum Beispiel hier der Michael Stuck. Und ja. Man kann aber eben, das ist der schönere Teil, eigentlich auch seine eigenen Apps hinzufügen. Über Smart Apps, also sprich, Ja, wie schon eben über das angekündigt, der zweite Teil Internetportal von von SmartThings. Ich habe hier, wie man sieht, und schon mehrere ja, Apps jetzt geht es dann hinzugefügt. gleich weiter zum zweiten Teil. Ja, manche funktionieren nicht, manche benutze ich auch gar nicht, aber ich habe sie halt mal eingetragen in meinen Account. Zum Beispiel hier in der Smart Alarm, der regelt eben die Alarmanlage. Und mit Tado habe ich meinen Thermostat, also das ist von Tado konfiguriert. Sprich, ich kann jetzt, wenn in Tado eine Einstellung vorgenommen wird, dann synchronisiert er das in SmartThings. Da habe ich sozusagen das Tado als ja, virtuelles Gerät hinzugefügt. Ja, und ja, jetzt hätte ich gesagt, springen wir einfach mal in Core. Core steht hier schon, das heißt übersetzt Community Own Rule Engine. Also sprich, das ist ein Forum mit Entwicklern und auch ja, Personen,
wie du und ich, die dazu beitragen können. Und es ist eigentlich ein zweites IFTTT, wem das nicht sagt. Also das ist Internet of the Things. Sprich, man kann verschiedene Abfragen machen mit IF. Also auf Deutsch, wenn das passiert, mach das. Wenn ich den Knopf drücke und gleichzeitig zu Hause bin, dann schalte zum Beispiel das Licht aus nach 5 Minuten oder so. Also wie gesagt, verschiedene Abfragen, die auf Regeln basieren. Also hier hat sich jetzt gerade mal eine geöffnet. Das machen wir jetzt mal schnell wieder weg. Das ist so ein kleiner Bug von Core. Wir schauen uns jetzt im nächsten Step gleich dann mal an, wie so eine App ausschaut. Jetzt bin ich hier drin in meiner Übersicht. Man sieht, ich habe hier zahlreiche Aktionen schon erstellt. Die heißen jetzt alle beginnen mit Core, weil ich eben ja das mit Core angelegt habe, beziehungsweise wenn man eine neue Regel erstellt, dann ist standardmäßig schon das Wort Core enthalten und ich habe es dann nur ein bisschen umbenannt. Genau, so, jetzt kann ich zum Beispiel hier sagen, diese Regel bedient meine Hüllampen. Wenn ich die jetzt mal aufmache und fahre ganz hoch, dann sage ich eben, ich kann hier verschiedene Einstellungen vornehmen. Da kann man zum Beispiel die unterschiedlichen If-Kriterien festlegen. Ich habe das jetzt einfach auf Standard gelassen. Das ist in den meisten Fällen auch eigentlich ganz okay so. Er sagt jetzt eben, wenn sich mein Smart Home Monitor ändert auf Armed Array, das haben wir in dem vorherigen Video gesehen, eben wenn die Alarmanlage auf aktiv ist, ich sozusagen nicht zu Hause bin, also ob ihr das jetzt über eine Alarmanlage steuert oder ob ihr diesen Status manuell setzt oder eben auch mit Abfragen oder Buttons oder mit GPS-Sensoren, dass sich der Status automatisch ändert. In meinem Fall eben über die Alarmanlage, wenn ich die scharf schalte, dann bin ich sozusagen nicht mehr zu Hause. Also wenn die eben in den Status überspringt, ich bin nicht zu Hause, dann soll er meine Hüllampe, die ist oben im Dach, die soll er ausschalten. Das Ganze soll er aber nur machen, wenn die auch vorher an war. Genau, also das macht ja eben keinen Sinn, wenn er versucht, die Lampe auszuschalten, wenn die überhaupt nicht eingeschaltet wurde. Da versuche ich einfach, ja, Fehler vorzubeugen, beziehungsweise das Netzwerk auch nicht unnötig auszulasten oder die Hintergrundaktionen, dass da ständig überprüft wird. Und er sagt, okay, das hat sich jetzt geändert, ich will die Lampe ausschalten und da ist die eben schon aus. Also das habe ich dann hier noch festgelegt. Man hätte auch sagen können, ja, er soll die nur in bestimmten Zeitintervallen, das ist eben drüber, soll er diese Aktion eben ausführen oder diese If-Abfrage. Das kann ich hier eben mit den Restrictions festlegen. Piston steht jetzt eben für diese kleine App oder If-Abfrage, die ich jetzt hier gemacht habe. Genau, und hier unten sieht man Name, ist jetzt sogar doppelt belegt, das ist jetzt hier doof, aber da schreibt er dann immer Core Piston 1 oder Core Piston 2 und den Namen, den ändere ich dann eben um. Machen wir das hier mal weg. Genau, und dann gebe ich da halt eine sinnvolle Bezeichnung ein und setze das Ganze auf Done. Ja, jetzt bin ich wieder rausgeflogen, gehe hier wieder rein, klicke ich da auf das Bild von Core. Und nach kurzer Zeit habe ich hier wieder meine Übersicht. Genau. Ja, dann habe ich noch andere Beispiele. Zum Beispiel habe ich gesagt, wenn mein Power Meter, also dieser Stromadapter, der auch den Stromverbrauch messen kann und sich eben an- und ausschalten lässt, der ist jetzt in meinem Fall von Aeon Labs, aber das spielt keine Rolle. Ich sage eben, wenn der unter 38 Watt Verbrauch anzeigt, soll er sich ausschalten. Warum habe ich das jetzt gemacht? Ganz einfach, der Computer, wenn heruntergefahren ist, verbraucht so zwischen 1 bis 4 Watt bei mir. Also sprich, da ist noch ein bisschen Display-Standby dabei und eben der PC an sich. Also das verbraucht er 4 Watt.
Und ich habe jetzt zur Sicherheit einfach mal 38 Watt eingestellt, weil ich eben festgestellt habe, mein PC im Leerlauf, der verbraucht mehr als 100 Watt, wenn er läuft. Somit ist sichergestellt, wenn er 38 Watt nur verbraucht, dann ist das Ding definitiv heruntergefahren und dann kann er auch den Strom wegnehmen. Und ich habe es sogar so eingestellt, dass wenn ich den Switch einstelle oder anschalte, dann bekommt der Computer ja Strom und übers BIOS habe ich das so geregelt, wenn er eben merkt, dass jetzt Strom anliegt, dann soll er hochfahren. Sprich, ich kann meinen PC also auch ganz leicht starten von unterwegs aus, indem ich einfach diesen Ehrenlaps aktiviere und dann fährt der Computer hoch und er fährt auch nicht wieder runter oder schaltet sich auch nicht aus, weil er in dem Moment ja dann mehr als diese 38 Watt verbraucht. Genau. Ja, dann habe ich aber noch eine kleine Krücke in dem Ganzen entdeckt. Dieser Switch überprüft jetzt nicht selbstständig, wie viel Strom er jetzt verbraucht. Er macht in verschiedenen Intervallen mal eine Abfrage, wie hoch denn der Gesamtkilowattstundenverbrauch bisher ist für seine Statistik, aber er fragt jetzt nicht sekündlich ab, wie viel Strom er gerade verbraucht. Und da habe ich dann gesagt, er soll alle 15 Minuten einen Refresh machen und dieser Refresh löst eben aus, dass ja, er überprüft, wie viel Strom er gerade verbraucht. Und hier sehe ich, da habe ich noch eine alte Einstellung zum Testen gehabt. Da habe ich das jetzt auf 1 Minute gehabt. Ich wollte eine Viertelstunde, das reicht nämlich, dass er jede Viertelstunde eben auch, um das Netzwerk da nicht zu überlasten, in Anführungsstrichen. Soll er alle 15 Minuten eben fragen, wie viel Strom verbraucht er indirekt. Also eigentlich macht er, wie gesagt, einen Refresh, das sieht man jetzt hier in dem Punkt. Ja, er sagt eben, dieser Switch nutze einen Refresh. Hier kann man eben noch sagen, an, aus, konfigurieren und die wenigsten Eigenschaften davon machen jetzt wirklich Sinn. Ich könnte hier auch einen neuen Pisten, also eine neue If-Abfrage, die ich auch noch erstellt habe, die könnte hier gleichzeitig auch noch gestartet werden. Also mit Execute-Pisten könnte ich zum Beispiel, wenn ich den Switch starte, dann soll er meinen Fall auslösen, wo das Licht im Büro vielleicht gleich mit angeht. Genau, also so viel zu diesem Refresh, was dazu dient, dass er eben sich selbstständig alle Viertelstunde abfragt. Und natürlich auch nur, wenn der Switch angeschaltet ist. Ne? Gleiches Thema wieder.